Willkommen zurück zu Borderlands 2. Ja, das letzte Mal haben wir von Tarnes ihre Tagebücher eingesammelt. War ganz schön was los. Und jetzt sollen wir ihr die, natürlich, die Mission kann man bei ihr abgeben, klar. So, öffne die Tür. Da steht sie auch schon. Oh, kann die mal hier, ach nee, das sind ja die Flugblätter. Ich dachte gerade, das wären Pizzakisten. Wollte gerade schon sagen, kann die auch mal hier aufräumen? So, mit der Unordnung hier. So, wo bist du denn, Tarnes? Versteck dich nicht dahinter. Das war das. Ich vermute, du hast dir meine Aufzeichnungen angehört. Ich wäre verärgert, wären da nicht meine gleichermaßen indiskreten Nachforschungen, die ich über dich angestellt habe. Ich habe die umfangreichen Materialien, die ich vor 5 langen Jahren nach Öffnung der Kammer zusammengestellt hatte, versteckt. In einem Anflug krankhafter Paranoia habe ich ihren Aufbewahrungsort nirgendwo notiert. Finde sie für mich und werde hübsch. Werde hübsch? Ich sage, hübsch belohnt. Weiß ich nicht. Was du davon hältst. Das kriegen wir aber immer noch nicht auf hier, ne? Aber irgendwann schon. So, die scheinen ja hier in der Stadt alles verteilt zu sein. Okay. Werden wir die mal suchen. Das war der aber nicht. Von da oben. Denke ich mal. Denn hier kommt man ja nicht rein. Moment, nach da oben komme ich anders. Da gehe ich einfach hier durch. Da ist unser Safe. Ah. So. Hier. Hier rüber. Hier rauf. Komme ich da nicht noch eins höher? Mist. Aber ich komme da bestimmt noch hoch. Irgendwie anders. Hier haben wir aber schon mal eins. Oder ist das auch da oben? Oh Mann. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Vom Balkon aus komme ich da aber auch nicht hoch. Seht ihr das? Ist denn das hier überhaupt oben? Aber irgendwie muss man doch da hochkommen. Hier auf das Teil erst auf. So. Dann hier rauf. Doch, das schafft man, das schafft man, das schafft man. Ja, so. Und jetzt. So. Sind wir hier oben? Moment, das ist hier im Haus drin. Ne, hier hinten. Ja. Hier. Ja. Ach, hier bei Clabby. Ich wurde nach Sanctuary versetzt, obwohl alle dagegen waren, auch ich. Ich wollte nie hierher. Es hätte mir genügt, meine Tage in einer Nicht-Standardbehausung mit 2 Deckensesseln zu verbringen, die ich bei einer Kneipenschlägerei kennengelernt habe. Oh, sie sind hinreißend. Sie sprechen kaum unsere Sprache. Und wenn du nicht weißt, was Deckensessel sind, kann ich dich nur bedauern. Ich bin hier hochgekommen. Oh, oh. Aber das scheint. Da kann ich gar nicht hin. Unsichtbare Wand. Okay, wenn bei. Ah, dann könnte ich mir vorstellen, dass bei dem Doktor noch eins aufbewahrt wurde. Genau.
sollte über den Skolophant in dem Raum sprechen. Der Grund für meine Versetzung war eine überlange und systematisch unangenehme Folterung durch Jacks Schergen. Roland mit seiner gut definierten Brustmuskulatur war so freundlich, mir den Kammerschlüssel anzuvertrauen, nachdem der Zerstörer geweckt war. Nicht zu verwechseln übrigens mit dem Krieger. Die klingen nicht mal ähnlich. Na, Scooter, hier ist irgendwo noch... Doch nicht bei dir. Hier drüben. Lala. Ach, so richtig. Die Folter. Ich habe mehrfach freundlich darum gebeten, die Instrumente gegen Bakterien zu desinfizieren, stieß aber auf taube Idiotenohren. Als sie mich wieder und wieder ins Fleisch schnitten, fiel ich andauernd in Ohnmacht und flüsterte den Deckensesseln zu. Alles würde gut. Clark hatte zunächst Angst, seine vier Beine zitterten an der kalten Decke, aber er wusste, er musste stark sein für mich. Dann widmeten sie sich seinem Bruder Philipp. Was? Hier im Automaten? Nee, hinterm Automaten. Im Dreck. Philipp! Nicht so. Philipp war so tapfer. Er war so tapfer, als die Kreissäge begann, seine Beine von der Sitzfläche zu trennen. Clark schrie für seinen Bruder, selbst als einer der Folterer sich auf ihn setzte und so seine Schreie dämpfte. Das Letzte, was Philipp sagte, bevor er ins hölzerne Jenseits hinüberging, war: Ich liebe dich, Patty. Ich liebe dich. Und dann war er fort. Wir springen die ganze Zeit hier auf dem Dach rum, ne? Hier unten in der Mülltonne. Es ist einsam hier in Sanctuary. Sicher, Clark plappert oben an der Decke, aber es ist nicht mehr wie früher. Jack hat mir so viel genommen. Jack hat mir in seinem dummen Trachten nach dem Krieger und noch mehr Macht das einzige Glück geraubt, das ich je hatte. Rache ist so sinnlos wie Musik. Ach nee, hier war es ja. In diesem Fall werde ich mir erlauben, mich zu rächen und an seinem Untergang mitzuwirken. Merk dir meine Worte, Jack. Du wirst sterben. So, Thomas. Ah, die Protokolle meiner Folter. Ich mache mir eine Tasse heißen Kakao und höre sie mir nochmal an. Ja, mach das. Und nächstes Mal verschwenden die unsere Zeit, vor allen Dingen Mission hart, ne? Was soll denn daran hart gewesen sein? Also, ne, ich sagte gerade, das habe ich verwechselt, da vorne, das sah ja genauso aus. Das war ja hier die bei Claptrop drüben war, deswegen hat er das hier so angezeigt, als ob die hier oben liegen würde. Okay, so, haben wir die auch? So, das war ja jetzt das, was ich nicht geschafft habe, was auf Zeit ging. Dann kommt jetzt die dran. Oh, da haben wir ja bloß noch 3 und dann geht's mit der Hauptmission weiter. Cool. So, da müssen wir wieder verreisen. Meine Munition sieht auch nicht so glänzend aus. Sie kommt nie mehr zurück. War hier nicht irgendwo? Genau hier. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. Komm jederzeit wieder. Was hat er denn hier so Schönes? Nö. Ah, die haben meistens nur Scheißwaffen da. So, verkaufen. Ne, ich finde meine eigentlich ganz gut. Ah ja, weg. 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 Ja. Ja. Und Schilder. Ja, wie gesagt, das ist ja schlechter. Das seht ihr ja da oben, die 3 Pfeile, ne? Auch wenn es schöner aussieht irgendwie. Aber bringt nichts. Aber Kohle bringt's. Immer eine Freude, dein Geld anzunehmen. Wieso mein Geld? Du hast mir gerade Geld gegeben. Nee. Ja. Du hast mir alles verkauft. So.
da müssen wir wieder hin. Wieder in den Highlands. So, ach, hier bin ich jetzt, alles klar. Gibt's hier vielleicht ein schöneres Schild? Nö. Nö. Komm jederzeit wieder vorbei. Ich höre aber schon mal die Dings. Ich guck mal auf der Karte kurz. Da müssen wir da runter. Ich guck gleich mal, ob es hier ein Auto gibt. Gab es hier nicht ein Auto? Eine Autostation? Viele, viele Viecher. Ja. Dann gehen wir halt zu Fuß. Geschütz in Stellung gebracht. Ja. Seid Schrott. Was donnert denn hier so? Ach, hier haben wir hier weg. Hier kommen diese anderen Viecher runtergesprungen. So. Da hinten ist eine Mauer. Okay. Da hinten ist das. Da, wo der hinschießt. Geradezu, da muss ich hier rüber. Dann hier rum. Denke ich mal. Oder ist das hier unten im See? Ja, glaube ich nicht. Ich glaube da drüben auf der anderen Seite. Sieht man das nicht, dass da hier See ist? Verdammt. Na, ich denke mal da, wo er hinschießt. Wer ist hier der Bandit? Hab ich jetzt gerade ein XP gekriegt dafür? Aber wisst ihr was, da laufe ich durch. Aber ich glaube, es ist doch hier im See. Ist hier unten. Da. Slappy, du witterst sie, nicht wahr? Das ist was? Der Duft eines Gentlemans. Was? Eindrückt an! Hüte dich vor Slappys Tentakel!
Du kannst sie zwar zerschießen, aber sie regenerieren sich mit der Zeit. Noch ein Badass am Boden. Die Augen! Ziel auf die Augen! Na, die schaffen wir schon. Mach's gut, Kumpel! Ja, du hast die Kreatur getötet, die mit diversen Gliedmaßen abgenommen hat. Ich bin, ehrlich gesagt, etwas unterwältigt. Vielleicht ist Rache doch allgemein überschätzt. Aber das ist nicht deine Schuld. Hol meinen Arm und komm bei Gelegenheit zurück. Deinen Arm? Deinen Arm? Ich hoffe, der liegt hier irgendwo. Ach so, der ist da hinten an dem. Alles klar. Deinen Arm. Ein Arm? Sag ich mal. Ach, ein mechanischer Arm. Okay. So, komme ich jetzt hier auch aus der Suppe hier wieder raus? Gab es hier nicht irgendwo eine Leiter? Da hinten, ja. Geh da mal hübsch wieder, ne? Bam, 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 bam. Müssen wir uns nur wieder hier durch die Viecher schlagen. So, schmeiß ich hier mal noch ein Dings hin. Da habe ich was gesehen. Da können wir uns, glaube ich, schon wieder fast was leisten. Ne? 16? Aber nee, 16, 20 brauche ich. Obwohl ich mit dem Rucksack eigentlich ausreichend ist. Bis jetzt hatte ich ja nicht gerade überfüllt oder so. So, hatten wir Munition verschossen? Ja, die meisten ja. Meiner Waren wurden tot. Bisschen. So, wieder zurück. Dann gehen wir die noch ab und dann ist der Part auch schon wieder vorbei. Ja. So. Bin ja trotzdem mal gucken. Mhm. Bei dem Schwarzhändler. Ja. Warum hast du denn noch nichts gekauft? Ja, weil ich doch das Zeug, es ist doch so selten. Find das mal. Ja, 20 brauche ich für einen Rucksack. Das ist dann noch das letzte, weil ihr seht, das ist goldene Schrift. Ich könnte aber hier Maschinengewehr ein bisschen mehr Munition. Oder Granaten. Aber Granaten hatte ich, glaube ich, letztes Mal gemacht. Nee, Raketenwerfer hatte ich gemacht. Ja, SMG braucht auch 20. Aber wir schießen ja gerade momentan, schießen wir ja mit der. Komm, Sie mich nicht wieder. Und wir hier. Ja, das dachte ich mir. Ja, das dachte ich mir. Hast du was gekriegt? Blöder Arsch. So, hier hast du deinen. Wissenschaftlich betrachtet war es vermutlich keine gute Idee, Old Slappy umzubringen. Rachetechnisch danke ich dir für deine Hilfe. Keine Arbeit im Moment, leider. Okay. Okay, dann hätten wir als nächstes, was wir dann im nächsten Part machen, die hier.
Meine Mine. Oh, das hört sich scheiße an. Das heißt wieder unter der Erde. Oh. Ein Kammerjäger. Los, ja. Kein Blickkontakt. Ja, da wirst du zu Stein, wenn du mich anguckst. So, supi. Alles klar. Dann mache ich hier mal einen Schnitt und beim nächsten Mal reisen wir dann dahin, wo wir hin sollen. Und sage an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Borderlands 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie ich immer sage an jedem Partende, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch Kommentare und Likes. Ich würde mich sehr darüber freuen und sage tschüss.